Sie stürzte mit ihrem Auto einen 50 Meter tiefen Steilhang hinab und überlebte. Bei einem spektakulären Verkehrsunfall im Nordschwarzwald ist in der Nacht zum Mittwoch eine 40-jährige Frau schwer verletzt worden. Im PKW war eine Person eingeschlossen. Das Fahrzeug ist ca. 50 Meter den steilen Abhang hinuntergefahren. Sie war auf einer kurvenreichen Waldstrecke zwischen Neuenbürg und Waldrennach im Enzkreis unterwegs. In einer Kurve kam die Frau von der Straße ab, der VW Polo stürzte einen rund 50 Meter tiefen Steilhang hinab und prallte schließlich frontal gegen einen Baum. Wir sind froh, dass wir oben sind, weil der ist nicht bloß 5 Meter drunter gelegen. Die schwer verletzte Fahrerin konnte sich nicht selbst aus ihrem Auto befreien. Für die Feuerwehr Neuenbürg begann eine extrem schwierige Rettungsaktion. An dem schnee- und eisbedeckten Steilhang war der Wagen für die Retter nur über Leitern erreichbar. Wir hatten in dem unwegsamen Gelände über Steckleitern einen Zugang zum PKW geschaffen. Und dann wurde sämtliches Rettungsmaterial den Abhang hinunter transportiert, was in dem unwegsamen Gelände sehr mühsam war. Zum Bergen des Polo mussten mehrere Bäume gefällt werden, damit er mittels einer Seilwinde zurück auf die Straße gezogen werden konnte. Nach rund 30 Minuten konnte die Frau befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Sie wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Person war nicht ansprechbar, war stark schockiert. Aufgrund der niedrigen Temperaturen ging es ihr gesundheitlich entsprechend schlecht. Die Unfallursache ist noch unklar. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass sie unter Alkoholeinwirkung fuhr. Zudem wurde untersucht, ob Straßenglätte eine Rolle gespielt haben könnte. Zum Unfallzeitpunkt herrschte strenger Frost. Der angelegte Sicherheitsgurt hat der Frau vermutlich das Leben gerettet. Am Freitag kann sie ihren 41. Geburtstag feiern.